So, dann schauen wir uns mal hier das Video an. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich hab's selber auch noch nicht gesehen, Digga. Ungereagiert. 10 Minuten 1. Profi, Digga. So, wir schauen mal in Montes Instagram-Story rein. Ich weiß nicht genau, wie ich die finde, außer auf Instagram. Monte Instagram-Story. Okay, ah, es gibt einen Kanal dafür. Perfekt. Und zwar hat Monte etwas auf Instagram. Im Übrigen, den Kanal verwaltet die Crew. Hochgeladen. Vegetarier werden. Oh, genau das hier. Das ist etwas, worüber ich mit euch reden möchte. Und zwar hat Monte in dem Video etwas also erzählt in seinem Instagram-Story. Und das möchte ich mit euch zusammen angucken. Das habe ich mir auf Instagram schon angeguckt. Aber ich finde es gerade aus Montes Position, der ja. Ihr wisst, ihr kennt Monte, ist eher so jemand, so lebt dein Leben in vollen Zügen. Wenn du Bock hast, dir einen Lambo zu kaufen, dann kauf den Lambo. Wenn du Bock hast, dir eine Rolex zu kaufen, dann kauf dir eine Rolex. Wenn du Bock hast, dir einen Balenciaga-Hoodie für 500 € zu holen, dann kauf dir das und mach einfach du lebst nur jetzt. Aber trotzdem, obwohl er so eine Einstellung hat, und so eine Einstellung wäre ja eigentlich damit verbunden, ja, scheiß doch, Hauptsache ein Steak vergoldet oder whatever, hat er trotzdem Was? etwas Das habe gesagt, ich was jetzt ich sehr nicht eine verstanden. Einstellung wäre ja eigentlich damit verbunden, ja, scheiß auf Hauptsache ein Steak vergoldet oder whatever, hat er. Ja, gut, den Vergleich finde ich jetzt ein bisschen albern, Digga. Er trotzdem etwas gesagt, was ich sehr bewundernswert finde, und zwar passt es eigentlich nicht zu seiner restlichen Einstellung, denn er hat gesagt, er möchte jetzt eine Woche vegetarisch leben und das auch nicht ohne Grund. Und das schauen wir jetzt mal rein. Und das muss ich sagen, rechne ich ihm sehr hoch an, dass er mit seiner Riesen-Community über so ein Thema redet. Und da schauen wir mal rein. Let's go. Ah ja, ein Okay, Zischigen. also. Hier hat er noch Fleisch gegrillt. Genau. Ist das Fleisch? Ich glaube es schon. Das sind so Schafstückspieße. So, wir gehen mal ein Stückchen weiter, weil es ist ja ein Instagram. Also ich habe da nicht gegrillt, sondern Mehmet, der Ehrenbruder, hat gegrillt. Sorry, die ist über 24 Stunden entstanden. Das sieht so unscheinbar aus. Aber was ist da drauf? Was hat er drauf gemacht? Das ist sein Geheimrezept. Aber wie weich das Scheißding ist, ne? Wie köstlich, Bruder. Mehmet Ehrenmann. So, er hat gerade noch darüber geredet, wie köstlich er Fleisch findet. Und das ist ja auch völlig okay. Ist ja auch lecker. Ist ja auch ein leckeres Lebensmittel. Und jetzt schauen wir mal. Ey. Probier doch auch mal ein Stückchen Hähnchen. Ja, da bin ich jetzt Vegetarier. Das respektiere ich auch. Früher habe ich mich schwer getan, aber ich respektiere das. Aber sag ehrlich, ich war früher auch Vegetarier, das stimmt sogar, ja. Dreieinhalb Ja. Jahre war ich Vegetarier ungefähr. Wie lange? Und das. Aber sag ehrlich, du. Ich war früher auch Vegetarier, das stimmt sogar, ja. Guck mal, wie Ehrenbruder Kylo wieder Auge macht wegen Stückchen Fleisch. Er sagt, ey Bruder, ich bin hier auch noch. Ich bin hier auch noch. Achtet auf Kylo, wie er hochguckt und sagt, ey Jungs. Aber ich respektiere das. Jungs, ich will auch ein Stück Aber Fleisch. Guck mal, sehr habt ihr gesehen, ehrlich, wie er hochgeguckt hat? ich war früher auch Vegetarier, das Jungs. stimmt sogar, ja. Und ich denke täglich daran, auch wieder vegetarisch zu leben. Also, also sein Kollege, der da dazu Besuch ist, der eine isst Fleisch und der andere ist halt Vegetarier, deswegen hat er ein bisschen Hops genommen. Und da hat er auch gesagt, er hat früher halt auch vegetarisch gelebt und überlegt selbst darüber nach. Und jetzt kommt gleich die Erklärung. Und das finde ich sowas Starkes und das ist so aus vom Herzen. Und das finde ich, also es hört sich jetzt kitschig an oder so, vielleicht könnt ihr drüber lachen. Aber das ist etwas, was ich sehr bewundernswert finde, wenn man nicht einfach nur die Tiere so als Produkte sieht, sondern wirklich auch als Lebewesen. Und das schaut einfach rein. Ja, aber ich habe leider für mich den Punkt noch nicht erreicht, dass ich das durchziehe. Muss eigentlich, ja. So, also Mehmet hat uns auch hier, alleine hier schon der Spargel, den Mehmet gemacht hat. Also es war, muss ich dazu sagen, schon eine lustige Situation. In dem einen Moment erzähle ich davon, was vegetarisch eventuell zu leben. Und im anderen Moment erzähle ich, wie geil das Fleisch bei Mehmet war. Ja, ah, gut, okay. Da haut sogar der Vegetarier rein. Hat gerade probiert, also Der Spargel war seine auch Frau macht köstlich, hier das Digga. Brot selber. Ja. Holger? Ich roll mir jetzt erstmal ein. Ja. Roll dir mal ein, Digga. Also ich muss wirklich sagen, Mehmet braucht einen Laden in Buxtehude. Stellt euch einfach mal vor, sowas verkauft er. In Buxtehude, seid mir nicht sauer. Ja, auch der Sultan, der Döner in Buxtehude, der ist zwar okay. Simon denkt sich nur, was zum Fick labert der da, Digga? Sultan, Döner, was labert der denn da? Ich wollte doch eigentlich ein Video darüber machen, dass er kein Fleisch mehr isst. Er denkt sich richtig, Bruder, da muss ich aber mal komplett los. Okay, mittlerweile leider nur noch okay. Früher war es ein Highlight, aber mittlerweile schmeckt er halt einfach, muss ich wirklich so sagen, normal, wie 0815 Döner. Mehmet, du musst einen Laden aufmachen, Digga. Aber schwierig ist, erstmal einen Laden zu finden. Und ich erzähle euch mal ganz kurz, warum ich überlege, Vegetarier zu werden, oder? Okay, jetzt kommt das Thema. Also kein Fleisch mehr zu essen. Für mich ist einfach so, das müsst ihr nicht verstehen und ich weiß, das ist ein heiß diskutiertes Thema. Für mich ist einfach ganz klar, ich könnte niemals das Tier, was ich esse, selber vorher schlachten. Das heißt,
keine Ahnung, ich gehe irgendwo einen Burger essen und derjenige sagt zu mir, ja, komm mit nach hinten, wir bereiten das Fleisch kurz vor, wir müssen noch ein Tier schlachten, das könnte ich nicht. Ist so. Ja, und deswegen ist für mich halt einfach, dass ich sage, eigentlich ist es völlig feige, ein Tier zu essen, danke für den Pupser, ein Tier zu essen, was man selber aber niemals erlegen könnte. Und sind wir auch mal ganz ehrlich, es gibt Millionen von Schlachtanlagen da draußen und uns Deutschen platzt der Magen. So. Ist so. Es ist ein sehr schwieriges Thema, auch für mich, aber eigentlich, nach meiner Denkweise, dürfte ich eigentlich kein Fleisch essen. So sehe ich das. Für mich ist es einfach so, wir haben gerade noch mit den Jungs so ein bisschen in der Runde diskutiert. Ich könnte zwar ein Tier töten, wenn ich überleben müsste in der Wildnis oder so, dann würde es wahrscheinlich gehen, aber eigentlich gibt es so viel leckeres Essen auch ohne Fleisch. Heißt ja nicht, dass ich komplett auf Tierprodukte verzichten möchte, aber Fleisch halt, also wie die Tiere in den meisten Fällen gehalten werden, ist halt einfach, ja. Und ich muss sagen, das finde ich, ehrlich gesagt, finde ich das sehr, sehr stark, sowas zu sagen, obwohl man noch nicht in der Situation ist. Also er ist ja nicht irgendwie, er stellt ja nicht etwas Besseres dar. Er sagt so, ha, ich bin Vegetarier und ihr esst Fleisch, ihr seid schlecht oder sowas. Es gibt ja auch so Veganer, Vegetarier, die so dieses Überhebliche haben. Ja, ihr wisst, mir ist so, für mich ist so, macht was ihr wollt. So, ich zieh mein Ding durch, ich bin vegan, aber ich möchte niemanden so irgendwas vorschreiben. Ja, ich mache auch manchmal ein paar extra so ein paar Sprüche, aber auf entspannte Basis, ja, ich möchte euch nicht irgendwie zu irgendwas überreden oder irgendwas, sondern macht einfach euer Leben so, wie ihr es denkt. Monte ist in der Position, er ist selber noch Fleischesser und sagt so, eigentlich findet er es nicht cool und das passt eigentlich nicht zu der restlichen restlichen Lebenseinstellung von Monte, dass er so dieses, ich lebe im Hier und Jetzt, alles andere ist scheißegal, so mäßig, und das finde ich bewundernswert und ich fand das sehr, sehr stark, charakterlich finde ich das sehr, sehr stark. Das hat mich sehr berührt, dass ich es Instagram gesehen habe, ja. Fand ich sehr schön. Ich habe auch. Ich muss dazu ganz kurz nochmal sagen, für mich ist der Aspekt dahinter halt einfach, dass ich Tiere über alles liebe. Mehr als Menschen. Und ja, das war halt dann schon lange bei mir so der Gedankengang, dass ich halt einfach. Also klar, ihr braucht es jetzt auch nicht reinschreiben, so. Ich sag ganz einfach, ich könnte kein Tier töten. Klar, wenn ich jetzt irgendwie in Afrika in einem Urwald bin und da irgendwie ums Überleben kämpft, dann um ein Tier zu töten, um zu überleben, dann könnte ich das wahrscheinlich auch. Aber in der jetzigen Situation kann ich nicht, ich könnte kein Tier töten. Ich kann mir nicht mal Videos anschauen von Massentierhaltung beziehungsweise wenn Tiere geschlachtet werden. Gibt's ja im Internet so, wo man sieht, wie Tiere geschlachtet werden. Ich kann mir das nicht angucken. Ich kann mir das nicht angucken, weil ich dann einfach ich fühle mich dann so scheiße und ich würde am liebsten dann in diesen Monitor reingehen und das Tier retten. Und das war halt dann immer der Gedankengang, der nur für mich, ich zeig ja nicht mit dem Finger auf euch und sage, ihr müsst es genauso machen, aber nur für mich habe ich mir dann selber die Frage gestellt, Monte, andererseits kannst du dir das alles nicht geben und du könntest niemals dem Tier was tun, aber trotzdem, wenn du im Supermarkt bist, nimmst du wie selbstverständlich das Fleisch aus dem Regal und vergisst und verdenkst einfach, wie das Fleisch eigentlich entstanden ist. Und das ist eigentlich der eigentliche Gedankengang dahinter, warum ich sage, ich möchte jetzt mal auf Fleisch verzichten, denn ich wäre nicht bereit, auf ein Tier zu töten. Um jetzt nochmal einen Diskussionspunkt direkt vorwegzunehmen, weil ich sehr, sehr viele Nachrichten bekommen habe, wo die Leute geschrieben haben, hey, yo Monte, ich fühle den Punkt. Ich achte auch darauf und kaufe nur noch Bio. Warum kaufst du denn kein Biofleisch? Also erstmal ist dieser Begriff Biofleisch oder Bioprodukte an für sich gefühlt nicht mehr viel wert. Denn wir reden hier von einer Biohaltung, nur mal als Beispiel, ein Beispielzahlen. Eine Kuh steht normalerweise in der Massentierhaltung auf 5 Quadratmeter, in der Biotierhaltung auf 15 Quadratmeter. Sie werden immer noch bei der Biohaltung besser gehalten, aber in den meisten Fällen auch nicht. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, warum ich für mich auch kein Biofleisch in Frage kommen würde. Also wenn ich jetzt sage, ja, nee, ich möchte bla 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 Tiere, Tierlieb und so und ich kaufe nur noch Bioprodukte. Das ist für mich aus meiner Sicht Schwachsinn. Denn letztendlich, wenn die Tiere, die gut gehalten werden in Biohaltung, ihr wisst, was ich meine, am Ende des Tages fahren die auch mit dem LKW zum Schlachter und werden beim Schlachter geschlachtet.
Das spielt keine Rolle, Digga, ob die vor auf einer Wiese standen oder in einer Massentierhaltung. Die fahren zum Schlachter und werden beim Schlachter geschlachtet. Und da wird kein großer Unterschied gemacht, ob es ein Scheiß. Also, wisst ihr, wie ich meine? Der Schlachtprozess ist im Grunde der gleiche. Und deswegen ist es mir scheißegal, ob ich Biofleisch esse oder Massentierhaltungsfleisch. Die Tiere werden getötet, um auf meinen Teller zu landen. Egal, was die vorher für ein Leben hatten, ob Massentierhaltung oder Bioleben. Trotzdem landen die beim Schlachter und werden geschlachtet. Ne? Und das ist dieser Prozess des Schlachtens, des Tötens des Tieres. Das kann ich nicht. Tiere, die man essen kann, sind dafür geboren, dass man sie schlachtet. Ja, das ist so eine 0815-Aussage. Also bist du auch der Meinung, Ferrado, dass Katzen und Hunde in China gegessen werden sollten? Hier sind es Haustiere. Aber in China oder whatever werden die gefressen. Also ist es da in Ordnung. Weißt du, Digga, das ist meine persönliche Einstellung dazu, auch zu deiner Meinung, dass Tiere, die Nutztiere sind, dazu da sind, geboren zu werden, um danach geschlachtet zu werden. Für mich ist es komplett was anderes, wenn wir von Ländern reden, wo es nicht den nächsten Supermarkt um die Ecke gibt oder sowas. Wie zum Beispiel, na gut, ist jetzt verallgemeinert, aber in irgendeinem Dorf in Afrika, mitten in der Walachei oder in Kanada, wo der nächste Supermarkt 300 Kilometer weg ist. Wenn da Tiere getötet werden, dann werden sie getötet, weil sie die ganze Familie über Wochen ernähren. Da wird alles, Auge, Gehirn, alles wird von dem Tier verwendet, um die Familie zu ernähren. Wenn diese Leute Tiere töten, um zu überleben, um ihre Familie monatelang zu ernähren und das Fleisch einzufrieren für einen harten Winter, whatever, habe ich da viel, viel mehr, fühle ich das viel, viel mehr, als wenn in Deutschland Millionen von Tiere getötet werden in Massentierhaltung, wo die Tiere auf engstem Raum eingepfercht werden, damit man das Steak für 1,99 im Supermarkt kaufen kann. Und der Fleischkonsum ist halt einfach in Deutschland auch in den letzten, keine Ahnung, 20, 30 Jahren so ekelig nach oben gegangen. Ich habe mich auch mit vielen alten Leuten unterhalten zu diesem Thema Fleisch und viele haben mir auch zugestimmt und haben selber gesagt, so mäßig im altdeutschen Schnack, wisst ihr, mein Junge, früher haben wir sonntags einmal Hackbraten gegessen und das war unser Fleisch. Da gab es einmal in der Woche Fleisch. Aber selbst wenn du es nicht isst, ändert es nicht daran, dass trotzdem Millionen Tiere getötet werden. Das stimmt, hast du vollkommen recht. Aber ich für mein Gewissen kann für mich was tun. Darum geht's mir. Mir geht's nicht darum, dass ich die Welt verändern will. Ich mache es für mein Gewissen. Wir merken ja jetzt alle schon gerade im Livestream-Chat, dass die Meinungen da sehr, sehr verschieden sind. Und dass ein heiß diskutiertes Thema ist. Simon ist wohl auch im Chat. Moin Simon. Dass es ein sehr heiß diskutiertes Thema ist. Wie gesagt, wenn ihr Fleisch essen möchtet, dann macht das. Ich verurteile euch deswegen nicht. Ich habe selber ja bis vor ein paar Tagen noch Fleisch gegessen. Ich mache es nur für mich persönlich. Für mein Gewissen mache ich es einfach. Und für niemand anderen. Dann kein Döner mehr vom Ehrentürken Mehmet. Genau, so ist es. Ich mache es nur für mein Gewissen. Punkt. Aber ziehst du jetzt komplett durch? Ich nehme es dir vor, ja? Ich nehme es mir vor, auf jeden Fall. Gut, ich habe jetzt gestern kein Fleisch gegessen und heute sind es gerade mal 2 Tage. Aber es ist mir auch überhaupt nicht schwer gefallen. Also ist jetzt nicht so, als wenn ich irgendwie, ja. Was ist mit Fisch? Also ich würde Fisch essen, wenn ich Fisch mögen würde. Bin aber kein Fischfreund. Und nur noch mal ganz kurz. Und dann schauen wir das Video noch mal weiter. Ich werde nicht dieser klassische Vegetarier sein, whatever. Sondern mein Ziel und meine Umsetzung dessen, was ich machen möchte, ist, ich esse nicht nichts von dem, was ich nicht auch selber töten könnte. Ein Fisch könnte ich easy beim Angeln einen über den Dötz hauen. Da wäre ich bereit für, oder einen Fisch töten könnte ich. Aber einer Kuh oder einem Gockel oder einem Schwein oder whatever, oder einem Lamm oder einer Ziege oder whatever, den Hals umzudrehen oder dem die Kehle durchzuschneiden, whatever, das könnte ich halt einfach nicht. Wie lange wirst du durchziehen? So lange, wie ich Bock habe. Fischstäbchen ist das Geilste. Fischstäbchen esse ich immer auch mal wieder. Aber wie gesagt, es geht mir jetzt ja nicht darum zu sagen, oh, ich esse jetzt gar nichts Tierisches mehr, whatever, sondern ich möchte auf die Produkte verzichten, wo ich nicht bereit bin, selber die Tiere zu töten. Wieso könntest du das beim Fisch nicht, aber beim Schwein? Keine Ahnung, Digga. Weiß ich nicht. Das kann ich dir schlecht beantworten. Weil, muss man ja ehrlicherweise sagen, weil wahrscheinlich ein Fisch weniger, ich will mal sagen, Menschliches im Gesicht hat. Ich weiß es nicht. Und ein Fisch schreit nicht, wenn man ihn schlachtet. Ja, ist nicht so menschenbezogen. Also, denk mal an deine Fische. Also, ich hab wenn mein Fisch leidet, oder wenn ich Fische hatte, die gelitten haben, dann war ich bereit, die aus dem Becken zu holen, den einen über den Dötz zu hauen, um die zu erlösen. Das könnte ich bei einem Schwein oder bei einer Kuh nicht. Wie gesagt, es ist ein sehr kompliziertes Thema und ich will euch da auch nichts reinreden. Vielleicht macht es auch für euch keinen Sinn, es macht für mich aber Sinn und deswegen mache ich's. Und damit schade ich niemanden, also kann ich es ja für mich machen. Und sollte ich irgendwann mal wirklich so heftig Bedürfnis haben, mal wieder Fleisch zu essen, wäre für mich Standpunkt jetzt,
Natürlich kann auch sein, dass ich es nicht durchziehe und versage. Aber sollte aktuell der Stand so sein für mich, dass ich mal wirklich wieder richtig Bock habe auf ein Stückchen Fleisch, dann fahre ich zu dem Jäger meines Vertrauens, der dem Tier mit einem Blattschuss erlöst. Wollen wir es mal so sagen, der damit den Bestand auch in der Waagschale hält. Jäger töten ja nicht einfach nur Rehe oder Wildschweine aus Spaß, sondern weil sie damit den Bestand etc. In Zaun halten. Und Fleisch vom Jäger würde ich definitiv mehr fühlen als Massentierhaltungsfleisch. Biotiere hatten aber ein besseres Leben und die Massenhaltung als die Massenhaltung und man kann es mit besserem Gewissen essen. Monte ist bester Mann. Ich muss dir ehrlich sagen, ich respektiere deine Meinung, sie macht aber für mich aus meiner Sicht wenig Sinn. Denn auch wenn es ein sehr weit hergeholtes Beispiel ist, vergleichen wir mal einfach zwei Rinder oder zwei Schweine mit zwei Menschen. Der eine Mensch wächst in einer Nobelgegend auf, hat Sauna, Pool, alles was das Herz begehrt. Und der andere Mensch lebt von Hartz IV, kann sich kein Essen leisten, lebt auch mal auf der Straße, hat kein Warmwasser. Die beiden haben ein völlig unterschiedliches Leben. Aber stell sie beide dann an die Wand und sag ihnen, dass man ihnen jetzt eine Kugel in den Kopf schießt, dann ist es völlig scheißegal, woher die kommen oder was sie vorher für ein Leben haben. In dem Moment werden sie beide gleich getötet. Und so ist es mit Biotieren aus meiner Sicht und Massentierhaltung auch. Mag ja sein, dass die Biotiere vorher ein schönes Leben gehabt haben, aber beide werden in die Schlachtanlage gefahren und dort geschlachtet. Macht für mich, ehrlich gesagt, keinen Unterschied. Dass die Tiere da ein besseres Leben haben, okay, unterschreibe ich dir. Aber am Ende fahren sie im LKW zum Schlachter. Ich möchte bei euch keinen Brainwash, whatever. Wer Lust hat, mal eine Woche kein Fleisch zu essen, das kann das machen. Aber ich bin euch nicht sauer oder verurteile euch, wenn ihr sagt, nee, möchte ich nicht. Ich mache es, wie gesagt, und das ist mir ganz wichtig, ich mache es nur für mich. Robin, ich finde auch, wenn man wirklich das Bedürfnis hat, mal einmal in der Woche Fleisch zu essen, dann sollte man auf jeden Fall beim Jäger holen, ja? Es gibt Unterschiede beim Schlachten. Jo, das mag sein, Digga, das mag sein. Es gibt aber auch Unterschiede in Menschentöten. Ich kann einen Mensch erwürgen, ich kann es erschießen, erstechen. Letztendlich sterben alle. Und ich glaube, niemand möchte gegen sein Wild sterben, oder? Und auch beim Schlachten. Klar, es gibt verschiedene Möglichkeiten vom Schlachten. Aber keins der Tiere hat Bock, getötet zu werden. Digga. Ja, das ist meine Ansicht dazu. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Schwein seine Hand hebt. Ah, bitte, nicht die Kehle durchschlagen. Nimm mal den Elektroschocker. Aber vom Jäger möchten die Tiere umgebracht werden, oder? Fühle ich deinen Aspekt? Nein, die Tiere möchten nicht umgebracht werden. Aber im Vergleich zur Massentierhaltung hat ein Jäger auch noch eine Aufgabe in den meisten Fällen. Und der Jäger darf so und so viele Tiere in Deutschland jährlich schießen. Jeder Jäger darf nur eine gewisse Anzahl meines Wissens nach jährlich schießen. Das heißt, das ist vom Vaterstaat so in Auftrag gegeben worden, weil dadurch der Bestand der Tiere reduziert wird bzw. so in Zaun gehalten wird, dass sie, keine Ahnung, halt nicht zu viele werden und damit die Natur belasten, whatever. Beispielsweise Wildschweine. Wenn Wildschweine nicht getötet werden würden von Jägern, werden Wildschweine irgendwann so viel werden, dass sie... Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Und damit ist es für mich ein ganz anderes Ding. Natürlich werden die Tiere getötet und das ist auch etwas, was ich nicht für gut heiße, aber letztendlich wird damit der Natur ein Gefallen getan und diese Tiere leiden in den meisten Fällen zu 0%. Die kriegen einen Blattschuss, sind tot, werden dann von dem Jäger ausgenommen, verarbeitet und werden zu 100% wiederverwertet. Ich habe nicht vor, nach der einen Woche auch wieder Fleisch zu essen. Es ist jetzt nicht so in meinem Bauchgefühl, dass ich sage, oh, ich halte jetzt eine Woche durch und danach gönne ich mir erstmal einen fetten Burger. Es fühlt sich gut an, dass... für sich selber gemacht zu haben und zwei Tage jetzt das gemacht zu haben, ja. Ich denke, das ist ein sehr, sehr heikles Thema. Wir gucken uns jetzt nochmal das Video von Simon an. Ich weiß nicht, ob die Crew oder der Kevin das hochlädt. Ich weiß jetzt schon, dass die Kommentare absolut AIDS sein werden. Das weiß ich schon. Ich habe auch letztes Mal darüber diskutiert, ob ich ein Tier töten könnte. Und ich sage so, wenn ich überleben müsste, würde ich ein Tier töten, würde ich auch ein Tier essen. Also zum Beispiel, wenn du auf der Insel gestrandet bist, auf einer einsamen Insel oder sowas und da gibt es jetzt nicht genug Kokosnüsse oder Wurzeln oder irgendwelche Beeren, um zu überleben, dann würde ich auch vielleicht einen Hasen mir schnappen und zack oder einen Fisch angeln oder sowas. Ja, wenn ich das zum Überleben bräuchte, brauche ich aber nicht, deswegen esse ich es nicht. Was ich mir vorstellen könnte, noch als ehestes zu essen, wären Insekten, also Würmer, Maden, Heuschrecken, sowas. Also bei Insekten ist es so, ich bin jetzt kein Buddhist, das heißt, wenn ich eine Mücke zerschlage oder wenn ich eine Ameise versehentlich platt trete oder so, dann fühle ich mich nicht schlecht, so. Sind auch Lebewesen, aber Insekten, da verspüre ich irgendwie keine Connection zu Insekten und die würde ich auch
also ich bin Veganer, ich esse keine Insekten, aber ich würde am ehesten Insekten essen, sage ich so, wie es ist. Auch wenn ihr vielleicht denkt, Insekten sind ekelhaft, aber ich finde Insekten, finde ich, wenn man Fleisch, also wenn man tierisches Protein zu sich nehmen möchte, finde ich Insekten noch für mich persönlich am ehesten vertretbar. Aber zum Beispiel so Fische, Kühe, Schweine, Hasen und so Tiere, so, das könnte ich niemals übers Herz bringen. Und das sehe ich da so ähnlich halt wie Monte. Wenn ich überleben müsste, ja, wenn ich mein eigenes Leben damit retten würde, ich finde ja auch keinen Löwen scheiße, weil der eine Gazelle frisst. Der macht ja nichts zum Spaß, schnappt die Natur, kauft die irgendwo und sowas, sondern er isst die ja, weil er überleben möchte. Ich finde ja Fleischessen. Ein kleiner Retalk am Rande nochmal, bis vor 3 oder 4 Jahren, ihr werdet es mir nicht glauben, bis vor 3 oder 4 Jahren konnte ich nicht mal Dokumentationen über Tiere schauen, wo Löwen Gazellen gegessen haben oder what if, ne? Ich konnte mir keine Dokumentation angucken, wo Tiere sich untereinander getötet haben. Ich musste dort wegschalten, weil ich das seelisch, es hört sich doof an, ich konnte das seelisch nicht ab. Ich bin daran kaputt gegangen. Mittlerweile kann ich es mir angucken, weil ich mir immer wieder sage, okay Marcel, das ist die Natur, das gehört zu der Natur dazu. Ich musste, als ich weiß nicht, ob ich die Story schon mal erzählt habe. Ich war Paintball spielen und auf dem Paintballplatz war eine Katze. Eine richtig kleine, süße Muschi. Ich habe die Muschi die ganze Zeit gestreichelt und irgendwann habe ich gesehen, wie die Muschi da die ganze Zeit an einer Stelle saß und miaut hat. Und ich denke so, was hat die Katze denn da? Und dann, das war so ein Stückchen Teppich an der Wand, was so hochgebogen war. Und ich habe gedacht, irgendwie, vielleicht ist ihr Spielzeug, whatever, da, dahinter. Und dann nehme ich den Teppich so weg und die Katze stürmt direkt rein und dann höre ich nur so. Und dann sehe ich die Katze mit einer Maus am Maul weglaufen. Der bin ich für nicht drauf klargekommen. Ich habe mir dann eingeredet, okay, das ist die Natur, aber innerlich, und ich weiß, es ist Schwachsinn, aber innerlich habe ich mir schon vorgestellt, wie die Mausmami zu Hause wartet und völlig traurig ist, weil ihre Tochter oder ihr Sohn nicht nach Hause gekommen ist. Ich weiß, dass es fernab von Realität ist, aber so tickig, darauf bin ich nicht klargekommen. Und ihr wisst ganz genau, als ich die Ente überfahren habe, das hat mich wochenlang beschäftigt. Wochenlang hat mich das beschäftigt, wirklich. Eine Tiere nicht irgendwie scheiße, weil die Fleisch essen, das gehört zum Leben dazu. Aber was nicht zum Leben dazu gehört, ist in einer riesigen Schlachtanlage Tiere wie Produkte zu behandeln und am Tag... Aber mit Baseballschläger vors Haus laufen. Bruder, du hast wieder den Punkt wirklich, also den Nagel auf den Kopf getroffen. An der Stelle ein GG in den Chat für dich. Bester Vergleich EU West. Wirklich. Also top, top Comment heute ever. Wirklich. GG in den Chat. Tag 10.000 Tiere dadurch zu führen und dann kriegen die einen Nackenschuss und dann ist das ist halt das, was mich extrem stört, diese Massentierhaltung, die stört mich extrem. Ich finde Massentierhaltung sehr schlimm. Ja, das ist ein schwieriges Thema, auf jeden Fall. Wenn man vielleicht einmal die Woche dann sich darauf einigt, Fleisch zu essen und das direkt vom Jäger bezieht, wo ein Tier ohne, dass es gequält worden ist, getötet wird mit einem glatten Kopfschuss oder wie einen Blattschuss nennt man die, glaube ich, Blattschuss. Das ist vielleicht auch nochmal was anderes, aber es ist ein Thema, was mich schon sehr, sehr lange beschäftigt, wovor ich aber selber auch weglaufe. Aber eigentlich, ich als Marcel und als Monte, liebe Tiere über alles und könnte niemals einem Tier wehtun. Yep. So, also ich habe gerade für mich entschlossen, ab morgen probiere ich mal eine Woche lang ohne Fleisch zu leben. Also morgen ist Donnerstag, eine Woche bis nächste Woche Donnerstag. Ja, bin ich mal sehr gespannt. Wir schauen in einer Woche wieder rein und schauen mal, was Monte dann in einer Woche erzählt über das Thema, fand er die Woche schwer, fand er die Woche einfach. Das finde ich eine coole Sache. Er macht es eine Woche lang vegetarisch so auf YOLO-Basis, einfach so ein bisschen just for fun. Und ich bin mal gespannt, ob es ihm schwer fällt oder ob es ihm leicht fällt. Es wird mir nicht schwer fallen. Ich weiß es einfach. Ich weiß es. Abschließend noch ein paar Worte. Okay, das habe ich noch nicht gelesen. Ich könnte niemals einem Tier mutwillig Leid bzw. Schmerzen zufügen. Aber dadurch, dass ich Fleisch esse, mache ich es. Nutztiere hin oder her. Ich kann keine Tiere leiden sehen bzw. mir angucken, wie sie geschlachtet werden. Geschweige denn selber ein Tier töten, um es zu essen. Ich finde es einfach falsch, Tiere zu essen, obwohl man selber nie bereit dazu wäre, es mit eigenen Händen zu töten. Wer Bock hat, versucht einfach mal eine Woche zusammen mit mir kein Fleisch zu essen. Fakt ist, es gibt so viel leckeres Essen ohne Fleisch. Ich werde es einfach mal probieren, so ganz ohne Fleisch. Finde ich sehr stark. Boah, ja! Okay, und jetzt kommt direkt der nächste. Ist so von so einem ernsten Thema, so, was ihm so auf der Seele liegt, direkt zu sowas. Aber das ist Ehre. Was war da los, Kaido, hä? Hast du gepupst? Okay, ja. Vor allen Dingen war es nicht mal für die Instagram-Story. Ich habe einfach, wir saßen in der Männerrunde, ich hatte einen dicken Furz im Arschloch hängen und habe einfach diesen gemacht. Und genau in dem Moment hat Holger die Instagram-Story gestartet. Das war nicht für die Instagram-Story. Das ist auf jeden Fall, was ich euch zusammen auch angucken wollte. Finde ich stark. Also hat bei mir richtig viele Pluspunkte gerade mit dieser Aktion gesammelt, weil er auch wirklich da hinter dieses Ding sich die Gedanken macht,
Und es ist halt einfach nicht ein Produkt, was im Supermarkt einfach liegt, sondern es ist halt, hat eine Geschichte. Aber ja, es wird zu deep, aber ihr wisst, was ich meine. Liebe geht raus. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich weiß, dass es viele leckere Essen gibt, auch ohne Fleisch. Klar muss ich mich bei manchen Dingen auch umgewöhnen, aber ich werde es durchziehen. Ich werde es durchziehen. Punkt. Was sagst du zu McDonald's? McDonald's habe ich schon 1,5 Jahre nicht mehr gegessen. McDonald's ist sowieso der letzte Schmutz, Digga.